Als nächstes wird jetzt hier der Etatentwurf der Bundesregierung für das Bundesministerium für Bildung und Forschung besprochen. Der Etat hat ein Volumen von 18,27 Milliarden Euro und ist damit mehr als 650 Millionen Euro größer als noch 2018. Was damit jetzt gemacht werden soll, das wird uns auch Bundesministerin Anja Karliczek erzählen. Allerdings fängt ja üblicherweise in der Debatte die größte Oppositionspartei an und das ist die AfD. Deswegen wird auch als erstes Götz Frömming sprechen. Er ist der Bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der AfD. Sie sehen aber, dass hier noch im Saal ein bisschen Unruhe ist, weil jetzt natürlich die Familienpolitiker gehen und die Bildungspolitiker und Politikerinnen kommen, um sich hier mit dem Etat zu beschäftigen. Das ist der viertgrößte Etat vom Gesamthaushalt. Allerdings beträgt er gerade mal 5,1%. Das liegt daran, dass natürlich solche Etats wie für Arbeit und Soziales sehr, sehr groß sind. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Götz Frömming für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Karliczek, Sie sind ja seit kurzem im Gespräch, allerdings nicht wegen der Themen Bildung und Forschung, sondern weil Sie es gewagt haben, Zweifel zu sehen, Zweifel am Institut der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und sogar am Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Frau Ministerin, wir finden das sehr mutig. Wir dürfen Sie zu diesem Mut beglückwünschen. Allerdings, meine Damen und Herren, eben diesen Mut vermissen wir im vorliegenden Haushaltsentwurf. Sie haben es nicht gewagt, auch nur ein einziges der von Ihrem Haus mitfinanzierten linksideologischen Projekte anzutasten. Man fragt sich, welches Motto die Kanzlerin wohl für dieses Ministerium ausgegeben haben mag. Wahrscheinlich lautete es: bloß nichts anbrennen lassen. Meine Damen und Herren, diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man sich das vorliegende Zahlenwerk mal etwas genauer anschaut. Der Gesamtetat steigt kaum und liegt mit rund 18 Milliarden Euro nur knapp über dem Budget des letzten Jahres. In der Relation zum Bruttosozialprodukt gibt Deutschland deutlich weniger für Bildung aus als andere OECD-Staaten. Mit 4,2% liegen wir unter dem Durchschnitt und auf dem 28. Platz, noch knapp vor Ländern wie Litauen, Italien, Griechenland, Tschechien oder Ungarn. Spitzenreiter ist übrigens Norwegen mit 6,4%, gefolgt von Neuseeland 6,3% und Großbritannien mit 6,2%. Diese Länder, meine Damen und Herren, investieren in die Zukunft. Sie setzen andere Schwerpunkte. Die gesamten öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland für das Jahr 2017 beliefen sich auf 134,8 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum hat Deutschland 965,5 Milliarden Euro, also fast eine Billion, für Sozialleistungen ausgegeben. Dazu gehört übrigens auch das BAföG, ein Lieblingsprojekt der Grünen, dem parlamentarischen Arm der AStA. Eine Billion Euro für Sozialleistungen, meine Damen und Herren, das ist kein Grund zum Jubeln, sondern ein Armutszeugnis für Ihre Politik. Ihnen fehlt der Mut, neue Projekte anzustoßen und alte Zöpfe abzuschneiden. Wir warten seit langem auf Ihr Konzept zur steuerlichen Forschungsförderung. Der Vorschlag der AfD und auch von anderen Fraktionen liegt Ihnen dazu bereits längst vor. Stattdessen geben Sie beispielsweise 30 Millionen Euro für die Erforschung von Strategien zur Durchsetzung von Chancengerechtigkeit für Frauen aus. Das, meine Damen und Herren, ist so überflüssig wie ein Kropf. Sie wollen einfach nicht verstehen, dass Gerechtigkeit nicht bedeutet, dass am Ende das Gleiche herauskommen muss. Wer Quoten propagiert, greift in das für Wissenschaft und Forschung fundamentale Prinzip der Freiheit ein.
Was aber allein zählen darf, meine Damen und Herren, sind Qualität und Leistung. Unter Merkel hat die CDU ihren konservativen Kern offenbar verloren und leistet auch im Bereich von Bildung und Forschung keinen nennenswerten Widerstand mehr. Sie machen mit bei der Gender-Ideologie, finanzieren die Gesellschaftswissenschaften für Nachhaltigkeit mit Millionen, propagieren die flächendeckende Einführung von Ganztagsschulen und sind drauf und dran, gemeinsam mit der SPD und den anderen linken Parteien hier im Hause die bewährten föderalen Strukturen unseres Bildungswesens einzureißen. Aber machen Sie nur so weiter. Immer mehr Bürger erkennen, dass sie AfD wählen müssen, wenn sie eine Politik haben wollen, für die die CDU vor wenigen Jahren ja auch noch stand. Sie haben sich in den vergangenen Debatten zu unserem Ressort vor allem an zwei Begriffen abgearbeitet, als hinge von Ihnen die Zukunft der Bildungsnation Deutschland ab. Ich meine den Digitalpakt und die Abschaffung des angeblichen Kooperationsverbots. Zu beidem noch ein Wort. Mit dem Digitalpakt wollen Sie über einen Zeitraum von 5 Jahren den Ländern insgesamt 5 Milliarden Euro für den Aufbau einer digitalen Infrastruktur der Schulen zur Verfügung stellen. In Anbetracht von über 33.000 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland eine lächerlich geringe Summe. Für dieses Projekt soll nun das Grundgesetz geändert werden, weil der Bund gerne auch die Kommunen unterstützen möchte, die sich das eigentlich selbst leisten könnten. Muss es uns davon wundern, wenn insbesondere finanzstarke Länder, ja, gucke ich gerade zu Ihnen, wie Baden-Württemberg, darauf überhaupt keine Lust haben, sich für diese Euro, die vom Grundgesetz ja übrigens besonders geschützte und garantierte Bildungshoheit der Länder abkaufen zu lassen? Mich wundert das nicht. Denn der Bund will ja nicht einfach nur Geld geben, der Bund will ja auch mit, er will ja auch mitbestimmen. Die AfD-Fraktion, meine Damen und Herren, will das nicht. Wir wollen den Ländern keine goldenen Zügel anlegen. Wir wollen keine zentralistische Bundesschulpolitik und wir sehen darin einen Verstoß gegen die föderale Ordnung unseres Staates. Wir werden das nicht mittragen, meine Damen und Herren, und wir behalten uns auch eine rechtliche Prüfung vor. Wenn es darum geht, die Länder finanziell besser auszustatten, wäre dies übrigens auch über eine Anpassung des Finanzausgleichs möglich. Ich darf an dieser Stelle daran erinnern, dass bei der Anhörung der Sachverständigen die große Mehrheit der anwesenden Experten die Bedenken der AfD geteilt hat. Wenn Sie denn schon nicht auf uns hören wollen, dann hören Sie doch wenigstens auf die von Ihnen selbst eingeladenen Sachverständigen, meine Damen und Herren. Vielleicht hören Sie auch einmal denen zu, die an der Basis die Suppe auslöffeln müssen, die schon viel zu lange regierenden Parteien uns eingebrockt haben. Vorgestern konnten wir wieder einmal von einem Hilferuf einer Berliner Schulleiterin in der Zeitung lesen. Ich zitiere aus dem Bericht: An ihre Schule an der Kölnischen Heide kamen im Sommer 103 Erstklässler, darunter ein einziges Kind mit deutschen Eltern. An 2 weiteren Schulen im Viertel finden sich unter 109 ABC-Schützen ganze 2 Kinder, bei denen Deutsch Mutter- und Familiensprache ist. Meine Damen und Herren, wie soll da Integration, wie soll da Inklusion funktionieren? Ich weiß das nicht. Und jetzt blüht uns auch noch der Migrationspakt, den kürzlich Kollege Habert, herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum Verfassungsrichter, hier in höchsten Tönen gelobt hat. Zum Thema Bildung enthält der Migrationspakt übrigens auch eine interessante Selbstverpflichtung. Ich zitiere: Wir werden Migranten im Kindes- und Jugendalter eine inklusive und gleichberechtigte, hochwertige Bildung gewährleisten. Das klingt ja ganz toll. Aber wie wäre es denn, wenn wir erstmal den hier geborenen und hier schon länger lebenden Kindern eine solche hochwertige Bildung zukommen lassen würden, bevor wir tausende andere ins Land holen, meine Damen und Herren? Mit der Unterzeichnung dieses globalen Paktes für Migration wird sich Neukölln letztlich auf ganz Deutschland ausbreiten. Und ich glaube, diese Verhältnisse, die wir heute haben, und ich kenne sie, die wollen wir nicht in Deutschland haben. Und deshalb wenden wir uns von der AfD gegen diesen Migrationspakt. Stattdessen, meine Damen und Herren, müssen wir etwas ganz anderes tun. Sträflich wird die berufliche Bildung vernachlässigt. Wir haben deshalb in unserem Entschließungsantrag Vorschläge unterbreitet, wie wir in diesem Feld etwas mehr tun können. Hier müssen wir etwas tun und das duale Ausbildungssystem nach vorne bringen. Wir brauchen mehr
Meister und weniger Master. Und dafür werden wir uns einsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Götz Frömming von der AfD hat die geplante Grundgesetzänderung angesprochen, denn der Bund möchte gerne die Schulen dabei unterstützen, internetfähig zu werden und digitale Methoden im Unterricht stärker einzubauen. Dafür muss aber das Grundgesetz geändert werden und dafür braucht es auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Das wird hier wahrscheinlich auch noch besprochen werden, inwieweit dort die Oppositionsparteien mitmachen wollen. Jetzt spricht aber erst mal Kerstin Randowski von der Unionsfraktion. Im Sinn dieses Rechts einen Blick auf die Weichenstellungen im Bereich Bildung und Forschung zu werfen. Und dass die Opposition dies stets kritisch tut, ist sicherlich nichts Neues. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da ein bisschen bei den Fakten bleiben. Wir debattieren heute über den Einzelplan 30. Und der ist im Rahmen der Haushaltsberatung um weitere 124 Millionen Euro erhöht worden. Als Koalition blicken wir natürlich nun auf einen Rekordhaushalt und eine nie dagewesene Größenordnung. 18 Milliarden 269 Millionen Euro. Und ich glaube, ganz sicher, darauf können wir gemeinsam stolz sein an dieser Stelle. Doch, und das muss man auch sagen, bei dem Themenfeld geht es um viel mehr als Geld. Es geht nämlich, und da habe ich am Anfang meiner Rede ein Wort verwendet, um die Weichenstellung, die man gibt. Wir stellen die Weichen, damit Bildung und Forschung auch weiterhin die Grundlage ist, um unser Land voranzubringen, Innovationen zu fördern, Arbeitsplätze zu sichern und Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir alle wissen nicht, wie das Leben in 10 oder 15 Jahren oder 20 Jahren vielleicht aussehen wird. Und umso wichtiger ist es, dass wir heute die richtigen Weichen für die Zukunft stellen, indem wir in Bildung und Forschung investieren. Betrachten wir den Bereich Forschung einmal zuerst, dann geht es für Deutschland um einen starken Forschungsstandort, von dem dann auch der starke Wirtschaftsstandort abhängt und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Damit Arbeitsplätze gesichert sind und neue geschaffen werden können, damit es den Menschen in diesem Land gut geht und damit wir positiv in die Zukunft blicken können. Für das parlamentarische Verfahren haben wir Schwerpunkte gesetzt. Zum Beispiel fördern wir mit jeweils 10 Millionen Euro die Bereiche Arbeitsforschung und Innovationsförderung. Im Bereich Arbeitsforschung, ich möchte mal ein Beispiel nennen, weil das ist dann immer praxisnäher, als wenn man nur die Summen und die Titel nennt, fördern wir unter anderem ein Projekt, das heißt DigiWeb. Dabei forscht die Universität Bochum gemeinsam mit mittelständischen Unternehmen, um visuelle Modelle und Gefahrenpotenziale auf Baustellen frühzeitig zu erkennen. Und diese Erkenntnisse können dann schon in der Planungsphase eines Baus einfließen und helfen damit, zukünftig Arbeitsunfälle zu vermeiden. Ein weiteres Projekt aus der Arbeitsforschung kann man nennen, gehört zur virtuellen Realität, das kommt jetzt aus meinem Wahlkreis. Das Ingenieurbüro Kirschbaum aus Neukirchen-Flühen hat eine 3D-Brille entwickelt, mit der die Steuerung einer Anlage mit all ihren Fertigungsprozessen simuliert werden kann und das schon, bevor diese überhaupt gebaut worden ist. Wir als Koalition haben erkannt, dass es in der Zukunft darum geht, moderne Arbeitsplätze zu schaffen, die den neuen Methoden des Internet- und KI-Zeitalters gerecht werden und die Chancen von Technologien nutzen. Und es ist uns dabei besonders wichtig, dass die Digitalisierung dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Natürlich möchte ich auch noch was zur Innovationsförderung sagen und zu dem Programm Innovation durch Strukturwandel, das wir auch mit weiteren 10 Millionen aufgestockt haben. Ein konkretes Beispiel ist hier ein Projekt der Hochschule Stralsund mit der Universität Rostock und den örtlichen Wohnungsgenossenschaften, die daran forschen, Wohnkonzepte für ältere Menschen zu erstellen, mit dem Ziel, durch Smart-Home-Lösungen diese so lange wie möglich selbstbestimmt wohnen lassen zu können. Ein anderes Pilotprojekt aus Ostdeutschland, das wird unseren Kollegen Schipanski freuen, ist ein Pilotprojekt, das heißt 3D-Stahl, bei dem in Thüringen Wissenschaft und mittelständische Unternehmen zusammenarbeiten. Das Projekt hat zum Ziel, das Schweißen großer Stahlbauteile zu automatisieren, damit Maschinen in Zeiten des Fachkräftemangels das Schweißen erlernen können und da mithelfen,
die Fachkräfte, die fehlen, auszugleichen. Ich wusste, dass dir das gefällt. In den kommenden Jahren wird das Programm Innovation und Strukturwandel, nachdem es viele Jahre schwerpunktmäßig in Ostdeutschland gelaufen ist, auch auf strukturschwache Regionen in Westdeutschland ausgeweitet werden. Im Zusammenhang mit Strukturwandel stehen auch Investitionen in Höhe von 5 Millionen Euro für den Start eines neuen Fraunhofer-Instituts, in dem der Themenschwerpunkt Energieinfrastruktur und Geothermie bearbeitet wird. In diesen Bereichen liegt ein großes und immer noch nicht vollständig ausgeschöpftes Potenzial für die angewandte Forschung, das vor allen Dingen in den Regionen NRW und in der Lausitz Perspektiven schaffen könnte. Denn gerade hier ist das absehbare Ende der Verstromung fossiler Brennstoffe da, um eine potenzielle hohe Wertschöpfung nicht verloren gehen zu lassen. Auch die bestehenden Forschungseinrichtungen des Fraunhofer Gesellschaft in Rostock und Hamburg unterstützen wir mit 4,7 Millionen Euro im Jahr 2019 mit dem Projekt Smart Ocean. Und es geht dabei um eine nachhaltige Nutzung der Meere, zum Beispiel im Bereich emissionsfreie Warenströme oder ressourcenschonende Schifffahrt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, wie wichtig Kommunikation ist. Und deshalb freue ich mich, dass wir die Wissenschaftskommunikation stärken und das Kulturgut für breite Bevölkerungsschichten zugänglich machen. Am zweiten Aktionsplan der Leibniz-Gemeinschaft nehmen führende Museen vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremen bis zum Deutschen Museum in München teil. Dabei werden vom Bund 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Aber bei so vielen Zukunftsbegriffen und Technikrhetorik ist es mir als Lehrerin besonders wichtig, dass wir bei aller Exzellenz und Spitzenforschung auch die breiten Bevölkerungsschichten im Blick haben. Denn nicht jeder junge Mensch wird Informatik studieren, und unser Arbeitsmarkt braucht an vielen Stellen gut ausgebildeten Nachwuchs. Deshalb richten wir unseren Fokus auch auf die berufliche Bildung und die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit der akademischen. Wir fördern deshalb den Innovationswettbewerb in der beruflichen Bildung mit einem Projekt, das nennt sich Innovationscluster für eine exzellente berufliche Bildung. Und wir starten dort mit 2 Millionen, aber es werden in den nächsten Jahren noch viele Millionen folgen, um diesen Prozess anzustoßen und positiv zu begleiten. Ich halte fest, wir gehen im Bereich Bildung und Forschung gut aufgestellt in das neue Jahr. Das ist ein Grund zur Freude, denn die seit Jahren stetig wachsenden Investitionen in Bildung und Forschung sind keine Normalität, sondern eine bewusste Priorisierung von uns, auf die wir stolz sind. Am Ende meiner Rede möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, Mitberichterstattern danken für die gute Zusammenarbeit. Und ebenso danke ich natürlich den Mitarbeitern und Mitarbeitern der Fraktionen, des Ministeriums für die Unterstützung bei den langwierigen Verhandlungen. Vielen Dank. Kerstin Radomski war das und hat sich bei den Berichterstattern bedankt. Sie ist dabei selber auch eine der Berichterstatterinnen für diesen Etat. Mittlerweile hat die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth auch hier die Leitung der Debatte übernommen. Und als Nächster spricht Christoph Meyer für die FDP. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Frau Ministerin Karliczek, ich respektiere Sie. Ich denke, Sie bemühen sich stets. Ich möchte aber doch auch vor der Klammer hier noch mal auf Ihre Äußerung als quasi Forschungswissenschaftsministerin vor 2 Tagen eingehen. Und ich bitte Sie, denn doch in Ihrer Rede richtig zu stellen, was Sie gemeint haben in Bezug auf die Ehe für alle. Wenn Sie hier in den Raum stellen, dass Kinder beschädigt werden oder in ihrer Entwicklung aufgehalten werden, dann ist das ein Punkt, den Sie hier richtig stellen müssen. Und deswegen ist auch die Vorrede von Herrn Frömming so infam. Sie sollten sich vielleicht mal bei Ihrer Fraktionsvorsitzenden erkundigen. Das ist wirklich, glaube ich, aufs Schärfste zurückzuweisen. Ich möchte zunächst auch erstmal meinen Mitberichterstattern danken für die angenehmen Beratungen, auch den Fachkollegen. Wie immer ein sehr fruchtbarer Austausch im Bildungs- und Forschungsbereich. Insbesondere möchte ich Frau Radomski danken, dass einige Ansätze der FDP aus den letzten Haushaltsberatungen übernommen wurden. Zum Beispiel das ganze Thema Selbstbewirtschaftungsmittel. Wissenschaftsfreiheit ist für uns ein
hohes Gut. Aber wenn die Selbstbewirtschaftungsmittel über 1 Milliarde Euro sich angehäuft haben, dann muss man auch hier sagen, Mittel müssen auch abfließen. Und es gibt auch ein Haushaltsrecht. Und dementsprechend fanden wir es gut, dass sie hier zumindest zu einer Teilsperrung geführt hat in der letzten Bereinigungssitzung. Gut finden wir auch, dass unser Ansatz der Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen endlich übernommen wurde. Mit 14 Millionen Euro zumindest, 100 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Ein zentrales Element, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu sichern. Unsere Auffassung ist allerdings, dass sie auch hier, wie so oft, zu kurz springen. Mit Trippelschritten kommt man nicht an die Weltspitze. Und genau das ist, glaube ich, das Grundproblem in diesem Haushalt, was wir auch zum Beispiel im Bereich Digitalisierung oder schnelle mobile Datenübertragung sehen, 5G, auch das haben Sie gestern formuliert. Wenn Sie immer nur versuchen, auf Klassenerhalt zu spielen in den modernen Medien, dann ist es kein Wunder, dass wir den Anschluss an die Weltspitze nicht schaffen. Sie müssen sich nach oben orientieren und sich nicht damit zufrieden geben, dass Sie den Standard von vorgestern versuchen, flächendeckend auszubreiten. Ähnliches im Bereich KI. Ihre KI-Strategie kommt viel zu spät. Es sind nicht nachvollziehbare Benchmarks genannt, mit denen wir uns vergleichen können, mit China, mit den USA, mit den anderen Regionen in der Welt, die uns den Rang ablaufen. Wir haben eine fehlende Haushaltssystematik. Es ist so, dass das Haus kurzfristig gar nicht erklären konnte, welche KI oder in welchen Titeln überall KI gefördert wird. Jeder macht ein bisschen was, schreibt KI drauf, damit es vielleicht besser klingt. Auch so kommen wir nicht voran. BAföG-Reform. Wir haben hohe Ausgabereste in den letzten Jahren. Wir haben hier Anträge gestellt, dass die Einkommensgrenzen erweitert werden. Sie haben jetzt angekündigt, dass Sie im nächsten Jahr was vorlegen. Wir hoffen, dass Sie hier eine steilere Lernkurve haben. Das wäre zumindest unser Ansatz. Sie werden das auf jeden Fall positiv begleiten. Berufliche Bildung. Sie behaupten, das ist Ihr Herzensthema. Auch hier ist nicht allzu viel passiert. Auch hier haben wir Ihnen Anträge in den Bereinigungssitzungen bzw. in der ersten Runde vorgelegt, dass Sie mehr Geld für berufliche Bildung zur Verfügung stellen können, für Exzellenz in der beruflichen Bildung. Auch hier leider Fehlanzeige. Schwerpunktsetzung ist grundsätzlich ein Problem. Das hat auch der Rechnungshof mehrfach erwähnt in Ihrem Etat. Wir haben in allen Kapiteln ein bisschen mehr. Den kräftigsten Schluck aus der Pulle gönnt sich die Ministerialbürokratie selbst mit 20% Mittelaufwuchs. 100 unbesetzte Stellen, das alles sind Themen, die man perspektivisch auch angehen muss. Wir werden sicherlich dazu auch mal ein Berichterstattergespräch machen, um zu gucken, was ist, oder wie es da im Argen liegt. Wir haben weiter ein Thema, das uns im nächsten Jahr sicherlich stärker beschäftigen wird, das Thema Großprojekte, ein Beispiel FAIR. Wir werden im nächsten Jahr den Fortschrittsbericht bekommen. Auch hier droht ein Milliardengrab. Auch hier werden wir darüber diskutieren müssen. Auch hier bin ich gespannt auf Ihre Vorschläge. Wir haben das ganze Thema Stilllegung, Rückbau kerntechnischer Versuchsanlagen. Da hatten wir gestern ein Berichterstattergespräch zu. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das eher eine Aufgabe für das Umweltministerium ist. Und auch da, das wäre vielleicht auch ein Ansatz, wo wir ressortübergreifend stärker miteinander kommunizieren müssen. Auch hier kann es nicht sein, dass wir eine Art Schwarze-Peter-Spiel haben und jedes zuständige oder teilweise mitbefasste Ressort die Aufgabe von sich wegdrängt. Alles in allem ein Etat der Mittelmäßigkeit, den Sie hier vorgelegt haben. Wir werden daher nicht zustimmen. Große Projekte fürs nächste Jahr sind schon vorgezeichnet. Deswegen bin ich gespannt auf den Haushalt 2020. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Christoph Meyer. Und als nächstes spricht für die SPD Sven Schulz. Er sitzt wie Christoph Meyer im Haushaltsausschuss und ist ebenfalls Berichterstatter für diesen Etat. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ranken sich ja viele Mythen rund um den Haushaltsausschuss. Die Wahrheit ist, wir erfüllen nach Kräften die Wünsche der Fachpolitik. Und manchmal übererfüllen wir sogar diese Wünsche. Und wer das nicht glaubt, dem empfehle ich einen Blick in den Bereich Bildung und Forschung. 1,4 Milliarden Euro haben wir für 2019 und die Folgejahre noch auf den Regierungsentwurf draufgepackt. 1,4 Milliarden Euro, das war eine rekordverdächtige Parlamentsberatung. Vor allem aber ein starkes Zeichen dieser Koalition. Wir handeln
Und wir setzen einen klaren Schwerpunkt auf Bildung und Wissenschaft, Kolleginnen und Kollegen. Eine vollständige Aufzählung aller Verbesserungen würde den Rahmen meiner Redezeit sprengen. Darum beschränke ich mich jetzt auf einige wichtige Entscheidungen in den Bereichen, die auch in der ersten Lesung hier im Plenum und in den Haushalts-, in den Ausschussberatungen eine Rolle gespielt haben. Die berufliche Bildung ist eine wichtige Stütze unseres Bildungswesens und für Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft unverzichtbar. Darum stärken wir sie weiter und setzen mit dem Wettbewerb exzellente berufliche Bildung neue Akzente. Schulen in, ja, da kann es ruhig Beifall geben, gerade von der CDU/CSU. Schulen in sozialen Brennpunkten stehen besonderen Herausforderungen gegenüber. Für sie starten wir ein neues Programm, mit dem pädagogische Konzepte verbessert werden. Wir stärken die Alphabetisierung sowie die Sozial- und Geisteswissenschaften. Wir erhöhen die Mittel der Innovationsförderung in den neuen Ländern und den strukturschwachen Gebieten und unterstützen den Strukturwandel im Energiesektor, ein ganz wichtiger Punkt. Die künstliche Intelligenz wird sogar mit 500 Millionen Euro in den nächsten Jahren gefördert. Das hatte die Opposition noch in der ersten Lesung angemahnt. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Industrie 4.0, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Beschäftigten. Darum stärken wir gleichzeitig die Arbeitsforschung, um auch der Humanisierung der Arbeitswelt weiterhin gerecht zu werden. Und wir haben die Agentur für Sprunginnovationen auf den Weg gebracht und legen dabei Wert darauf, dass der Deutsche Bundestag eingebunden und beteiligt wird. Besonders freue ich mich natürlich, dass wir starke Beschlüsse fassen konnten für die Leibniz-Forschungsmuseen und insbesondere für das Naturkundemuseum in Berlin. Die Forschungsmuseen sind von herausragender Bedeutung, denn sie sind Publikumsmagneten, leisten unheimlich viel für Wissenschaftskommunikation, also die Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen an die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind aber auch exzellente Forschungseinrichtungen und sie bewahren bedeutendes kulturelles Erbe. Darum, glaube ich, investieren wir gerade an dieser Stelle genau richtig. Zahlreiche weitere Maßnahmen haben wir beschlossen, aber wie gesagt, kann ich das hier gar nicht alles im Einzelnen aufzählen. Entscheidend ist der Grundsatz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Koalition tut so viel für Bildung und Forschung wie noch keine Koalition vorher. Noch keine Koalition. Kolleginnen und Kollegen, so gut der Haushalt 2019 ist, so klar gibt es ja auch weitere Herausforderungen. Uns von der SPD ist besonders wichtig die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung bei Ganztagsangeboten und Hortbetreuung. 2 Milliarden Euro wollen wir ab 2020 dafür einsetzen. Das ist ein neuer Meilenstein in der Bildungspolitik, Kolleginnen und Kollegen. Das BAföG und das Meister-BAföG wollen wir massiv verbessern. Das hilft Schülern, Studierenden und beruflich Qualifizierten auf ihrem Weg. Die soziale Bildungsförderung ist seit jeher Kernanliegen der SPD, und das packen wir kräftig an. Und der Digitalpakt Schule muss kommen. 5 Milliarden Euro stehen dafür zur Verfügung. Ich appelliere da an alle in diesem Haus, im Deutschen Bundestag und im Bundesrat, machen Sie den Weg zu einer Grundgesetzänderung frei. Es droht ja eine Art unheilige Blockadeallianz derjenigen, die auf der einen Seite viel mehr Bundesbeteiligung haben wollen und auf der anderen Seite der Föderalisten. Wir kommen aber in den Schulen und für die Kinder keinen Zentimeter weiter, wenn alle in den Gräben bleiben. Bitte bedenken Sie das. Scheitern darf an dieser Stelle keine Option sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch bei allen weiteren Fragen werden wir Haushälter die ersten Dienstleister der Fachpolitik bleiben. Und dass das so gut klappt, dafür sorgen in erster Linie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen, der Abgeordneten und in der Bundesregierung. Herzlichen Dank allen in den anstrengenden Haushaltsberatungen. Ich bedanke mich auch bei den anderen Berichterstattern und besonders natürlich bei meiner Kollegin Kerstin Radomski,
aber auch bei Johannes Kahrs und Eckhard Rehberg, ohne die das alles nicht so gut hätte klappen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und als Nächste spricht noch eine weitere Berichterstatterin, die Sven Schulz eben nicht genannt hat. Gesine Lötsch ist auch haushaltspolitische Sprecherin der Linken. Das war jetzt der Applaus, jetzt kommt der. Jetzt kommt nämlich Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Bundesregierung lobt sich ja nun für ihre Strategie für Digitalisierung und für ihre Strategie für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Doch es fehlen grundlegende Voraussetzungen zur Umsetzung, und da müssen wir am Anfang anfangen. Wo, frage ich Sie, ist die Strategie Ihres Ministeriums zur Beseitigung des Personalmangels in Kitas und Schulen? Ich habe da nichts gefunden, und das ist schlimm. Meine Damen und Herren, der Verweis auf die Länderverantwortung löst kein einziges Programm. Und wenn jetzt hier gesagt wird, 2 Milliarden Euro sollen für das Ganztagsschulprogramm 2020 bereitgestellt werden, dann muss man doch ehrlich sein und sagen, diese 2 Milliarden standen bereits im Haushaltsentwurf und sind über Nacht abgesagt worden. Und das ist eine Schande. Dafür bekommt nämlich die Verteidigungsministerin mehr Geld. Und ich bring's mal auf eine kurze Formel. Kriegsschiffe statt Bildung, das ist eine ganz, ganz schlechte Strategie. Und dafür können Sie sich überhaupt nicht loben. Genau das ist der Punkt. Und wo, meine Damen und Herren, ist Ihr Plan gegen den Bildungsnotstand und für 10.000 neue Lehrerinnen und Lehrer? Auch da habe ich nichts gefunden. Und wir brauchen dringend eine Strategie für die Unterbringung von Studierenden. Warum tun Sie da nichts? Zwar wird die Mietkostenpauschale im BAföG um 75 Euro auf 325 erhöht, doch für 325 Euro bekommt man in den großen Städten unseres Landes kein Zimmer. Ich nehme mal das Beispiel München. In München beträgt der durchschnittliche Preis für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft 547 Euro. Beim Studentenwerk in München wartet man 2 bis 4 Semester auf einen Wohnheimplatz. Das heißt also, wenn man sich zu Beginn des Studiums um einen Wohnheimplatz bemüht, dann bekommt man mit der Beendigung des Bachelors sein Zimmer. Das kann es doch wohl nicht sein. Die beste Digitalstrategie und die beste Strategie zur Förderung der künstlichen Intelligenz hilft doch nichts, wenn die Studierenden kein Dach über den Kopf haben. Meine Kollegin aus meiner Fraktion, Anke Domscheit-Berg, hat das Problem mit der Digitalstrategie schön auf den Punkt gebracht. Sie sagt, es kann nicht sein, dass unsere Kinder in einer Art Museumslandschaft unterrichtet werden, während um sie herum die Gesellschaft immer digitaler wird. Und, meine Damen und Herren, das ist besonders für die Kinder ein Problem, die eben zu Hause keinen Zugang zu Computern und Smartphones haben. Und ich frage Sie, Frau Karliczek, wo ist Ihre Strategie, Kinder aus armen Familien mit in die digitale Welt zu nehmen? Ich habe da nichts gefunden. 36% der Kinder in unserem Land haben einen Migrationshintergrund. Mehr als 4,9 Millionen, um das in absoluten Zahlen zu sagen. Und es ist doch alarmierend, dass das Armutsrisiko bei diesen Kindern 3-mal höher ist als bei anderen. Um es für Neoliberale mal ordentlich auf den Punkt zu bringen, Kinderarmut gefährdet den Bildungs- und Forschungsstandort Deutschland, und das können wir nicht zulassen. Leider ist die Bundesregierung auf eine kleine Elite fokussiert, die sich immer häufiger aus sich selbst reproduziert. Ich sage Ihnen, unser Bildungssystem muss endlich wieder durchlässiger werden. Sind denn alle Lehren aus dem Sputnik-Schock schon vergessen? Der Sputnik-Schock, stellen Sie dazu eine Zwischenfrage, dann erkläre ich es Ihnen noch mal, sonst habe ich meine Zeit hier nicht. Oder lesen Sie es nach, ist in der Literatur zu finden. Ich habe auch keine Strategie gefunden, Frau Karliczek, wie Ihr Ministerium zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in unserem Land beitragen möchte. Das ist immerhin ein Verfassungsauftrag. Von den 640.000 Menschen, die in Deutschland in Forschung und Entwicklung tätig sind, arbeiten nur 0,9% in Mecklenburg-Vorpommern und 1,2% in Sachsen-Anhalt. Zum Vergleich, in Baden-Württemberg sind es 23,6%. Das ist doch ein grobes Missverhältnis, und daran müssen wir etwas ändern, meine Damen und Herren. Wie? Indem man natürlich Forschungseinrichtungen in Ostdeutschland ansiedelt und dafür sorgt, dass dort hochwertige Arbeitsplätze entstehen. Das ist doch eine ganz logische Antwort, die hätten sich auch selber geben können. So, ich sage Ihnen mal zum Schluss, Frau Karliczek, zu Ihren Bemerkungen zur Ehe für alle und zu den Kindern, die angeblich dort nicht gut
aufwachsen können. Es gibt, und da hätten Sie sich belesen können, jede Menge Studien, die genau diese Frage, die Sie da so in den Raum geworfen haben, widerlegen. Und ich hätte gedacht, Sie sind nicht nur eine lebenserfahrene, sondern auch eine fortschrittliche Frau. Leider haben Sie uns mit dieser Bemerkung enttäuscht. Ich hoffe, Sie nehmen heute die Chance wahr, diese Position zu korrigieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Gesine Lötsch. Nächste Rednerin, Ekin Deligöz für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, ich will mit einem Thema anfangen, womit wir uns in Deutschland dieses Jahr sehr intensiv befasst haben, nämlich die Klimakrise. Sie führt dazu, dass wir Überschwemmungen in Italien haben, Waldbrände in Kalifornien, Dürre in Deutschland. Und ich kann Ihnen sagen, ich hatte erst letzte Woche einen Bericht bei mir in der Tageszeitung, wonach die Baggerseen bei uns im Illertal inzwischen kein Wasser mehr haben. Ich finde, das ist ein Hinweis dafür, dass die Klimakrise hier angekommen ist. Und hier fängt Ihr Auftrag an, nämlich Antworten darauf zu finden. Antworten, die da heißen, dass wir eine Wende brauchen. Wir brauchen die Nachhaltigkeitsforschung. Wir müssen wissen, wie wir mit dieser Plastikflut umgehen, was wir dagegen tun können, wie wir es vermeiden können. Wir brauchen Antworten auf die neuen Anforderungen an die Mobilität. Wir brauchen Antworten auf die Entwicklungen unserer Zeit. Und mit einer grünen Forschungswende würden Sie dieses Land voranbringen und Fortschritt entwickeln. Aber, Frau Ministerin, an dieser Stelle, Fortschritt ist nicht, wenn Sie die Erziehungsleistung von Eltern anzweifeln, nur aufgrund Ihrer persönlichen Partnerwahl. Auch in Ihrer Partei Grundsatzprogramm steht, Familie ist dort, wo Menschen miteinander und füreinander Verantwortung übernehmen, und zwar unabhängig ihrer sexuellen Orientierung. Und das sollte auch für Sie gelten. Und Sie sollten Menschen, die Verantwortung übernehmen, unterstützen und nicht in den Rücken fallen. Das wäre Fortschritt. Aber kommen wir wieder zu Ihrem eigenen Auftrag zurück, nämlich Wettbewerb und Innovation, Technologien, die großen Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Das wäre Ihr Auftrag, und ich will da mal auf ein paar Ihrer Projekte eingehen. Agentur für Sprunginnovation. Ja, wir brauchen das. Wir brauchen das, damit wir wissen, ob wir unseren Wohlstand halten können, wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen, wie wir die Lebensqualität erhalten können. Aber gerade weil das so ist, dürfen wir das nicht national angehen, sondern wir müssen es in eine europäische Strategie einbinden, weil die besten Spitzenforscher der Zukunft, die sagen eben nicht Paris oder Berlin, sondern die sagen China, USA oder Europa. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch als Europäer in diesem Bereich halten und nicht mit nationalen Alleingängen marschieren. Und deshalb ist es übrigens, deshalb ist es auch wichtig, dass das Geld, was dafür ausgegeben ist, transparent und nachvollziehbar ist und dass der Bundestag darin auch eine Rolle steht, damit wir nämlich auch Akzeptanz für diese Mittel herstellen können. Oder künstliche Intelligenz. Auch da gilt, wir brauchen da mehr an europäischen Einbindungen und nicht das alleine marschieren. Und vor allem, ehrlich gesagt, müssen wir dafür garantieren, dass die zugesagten Mittel auch fließen. Und ich glaube, da müssen Sie Ihre Hausaufgaben noch machen. Ganz besonders enttäuscht bin ich persönlich, ehrlich gesagt, Frau Ministerin, bei der steuerlichen Forschungsförderung. Weil ich habe mir da bei Ihnen mehr erhofft, weil das ja eigentlich Ihr Thema ist. Sie haben sich ja eigentlich dafür engagiert. Aber wo sind die Konzepte, wo sind die Vorlagen, wo sind die Mittel? Wir haben nichts, rein gar nichts auf dem Tisch. Aber gerade bei den Klein- und Mittelunternehmen könnten wir damit doch einen Innovationsschub auslösen. Wir könnten sie doch unterstützen. Wir könnten in diesem Land etwas voranbringen. Stattdessen sind sie da irgendwie wieder abgetaucht, nachdem sie das angekündigt haben. Ich finde, das ist nicht gut, und ich hoffe, da mir da bessere Lösungen finden. Und das letzte wichtige Punkt, was ich ansprechen will, Frau Ministerin, Sie haben in Ihrem Etat ein paar Risiken, die Sie tatsächlich näher betrachten müssen, weil Sie eigentlich sehr exklusiv sind für Ihren Etat. Das sind nämlich die Finanzierung der Großprojekte. Das ist fair, das ist die Stilllegung atomarer Forschungsanlagen. Der Bundesrechnungshof mahnt Sie zu sagen, Sie brauchen hier eine effizientere Steuerung. Sie brauchen hier eine Fördermittelüberwachung. Wir brauchen in diesen Bereichen auch bessere Managementsysteme, weil wir sonst nämlich
diese Risiken in Form von Kosten in diesem Etat abbilden müssen. Und um das konkreter zu machen, wenn Sie sich genau diesen Bereich anschauen, was eigentlich passiert mit den Altlasten der atomaren Forschungsreaktoren, da reden wir inzwischen über 8 Milliarden Euro Kosten. Und das ist eine konservative Berechnung. Das ist erst der Anfang. Das wird sich womöglich verdoppeln oder verdreifachen. Im Moment sind es aber 8 Milliarden, die im Bereich der beruflichen Bildung nicht zur Verfügung stehen, die für den Bereich der Chancengerechtigkeit in diesem Land nicht zur Verfügung stehen. 8 Milliarden, die auch für Forschung und für erneuerbare Energien nicht zur Verfügung stehen. Das ist viel Geld, die wir für die Fehler der Vergangenheit bezahlen. Und umso wichtiger ist es, Frau Ministerin, dass diese Fehler nicht wiederholt wurden. Setzen Sie auf Fortschritt, setzen Sie auf Zukunft und nicht auf Vergangenheit. Vielen Dank, Ekin Deligöz. Ekin Deligöz hat hier die Bundesministerin für Bildung und Forschung direkt angesprochen. Und die wird jetzt antworten. Anja Karliczek ist jetzt hier die nächste Rednerin. Liebe Frau Bundestagspräsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in einer Welt, die sich mit großer Geschwindigkeit verändert. Und diese Welt müssen wir gestalten, und das ist unsere Aufgabe. Und dazu brauchen wir Mut und Zuversicht, denn um im Wettbewerb mitzuhalten, brauchen wir diese Zuversicht, denn es ist eine Frage des Wohlstands für unser Land. Um diese Herausforderung anzugehen, denke ich, sind gute Bildung und exzellente Forschung zwei wesentliche Säulen. Und ich glaube, mit einem Zukunftshaushalt von über 18 Milliarden Euro sind wir da ordentlich aufgestellt. Und im Gegensatz zu dem, was gerade alles behauptet wurde, setzen wir klare Schwerpunkte. Und vier davon möchte ich jetzt hier nennen. Erstens, wir investieren in Zukunftstechnologien. Zum Beispiel, sie ist schon vielfach angesprochen worden, in die künstliche Intelligenz. Hier haben wir einen Meilenstein erreicht. Die Strategie steht. Bis 2025 werden wir insgesamt 3 Milliarden Euro investieren. Geld, das zum überwiegenden Teil in Forschung und Entwicklung fließt. Geld, das große Investitionen in der Wirtschaft in Gang setzen wird. Und hinzu kommen, und es ist eben schon mal angesprochen in der vorherigen Debatte, in einem föderalen Staat dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Länder auch noch einen großen Beitrag dazu leisten. Mit unserer Strategie machen wir Deutschland zu einem führenden Standort für die Entwicklung und Anwendung in KI-Technologien. Denn ich glaube, wir wissen das alle, die künstliche Intelligenz ist in den nächsten Jahren entscheidend für unsere Zukunft. Und wir haben jetzt die Weichen gestellt, die Potenziale Deutschlands als Forschungs- und Hightech-Standort optimal zu nutzen. Wir wollen der Welt zeigen, Zukunft wird in Deutschland gemacht und in Deutschland entsteht KI made in Germany. Wir rufen die Agentur für Sprunginnovationen ins Leben. Diese Agentur der Denker und Macher ist definitiv eine echte Neuerung im deutschen Innovationssystem. Jetzt brauchen wir aber auch den Mut, ihr die Freiheit zu geben, die wir hier so schön immer in Reden einfordern. Zweitens, wir investieren in Menschen, die lernen wollen, talentierte Menschen, und die wollen wir fördern. Denn ein Studium darf am Geld nicht scheitern. Mit der Reform des BAföG drehen wir an mehreren Stellschrauben. Erstens, den Förderhöchstsatz steigern wir um 15% auf 850 Euro monatlich. Wir erhöhen die Einkommensfreibeträge um 9%. Wir erhöhen den Wohnzuschlag für nicht bei den Eltern wohnende BAföG-Geförderte von derzeit 250 Euro auf 325 Euro monatlich. Und damit unterstützen wir wieder mehr Familien mit Kindern in Ausbildung und gehen eben auch auf gestiegene Wohnkosten ein. Denn natürlich stimmt es, dass gerade die Wohnkosten in den letzten Jahren gestiegen sind und natürlich auch in Hochschulstädten. Alles Verbesserungen, die wirklich mehr sind als nur Peanuts. Aber uns geht es ganz klar nicht nur um Studierende. Es geht genauso um Auszubildende, denn Auszubildende haben die gleichen Probleme. Und an die denken wir auch genauso, und deshalb reformieren wir das Berufsbildungsgesetz. Unser Ziel ist eindeutig: mehr Anerkennung für die berufliche Bildung, und zwar eben nicht nur in Worten, sondern es muss auch im Geldbeutel spürbar sein. Und darum möchte ich eine Mindestausbildungsvergütung auf den Weg bringen, die an das Schüler-BAföG angelehnt ist. Und damit sind wir bei 504 Euro im ersten Lehrjahr. Ich glaube, das ist ein guter Betrag.
Wichtig ist mir, dass wir Auszubildende und Studierende in Deutschland gleich wertschätzen. Wir haben alle in der Vergangenheit immer mit der hohen Qualität der dualen Ausbildung geworben. Wenn aber immer noch viele Eltern und auch Facharbeiter Sorge haben, dass ihr Kind mit einer Berufsausbildung weniger Perspektiven haben könnte als mit einem Studium, dann müssen wir definitiv da noch mehr tun. Wir brauchen zum Beispiel auch Berufsbezeichnungen, die auf den ersten Blick zeigen, welche hohe Qualifikation dahinter steht. Und deshalb sollen die Abschlüsse in der dualen Ausbildung zukünftig Berufsspezialist, Berufsbachelor und Berufsmaster heißen. Und damit machen wir deutlich, dass zwei hochwertige Ausbildungswege in den Beruf in Deutschland möglich sind. Vergleichbarkeit und Sichtbarkeit ist das Ziel. Drittens. Wir wollen gerne in Schulen investieren. Für den Digitalpakt Schule stehen im kommenden Jahr schon 720 Millionen Euro in einem Sondervermögen bereit. Aber wir können noch nicht starten. Sowohl die Bund-Länder-Vereinbarung als auch die Mehrheit im Bundesrat stehen für die im Koalitionsvertrag vereinbarte Grundgesetzänderung. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und der FDP, uns stets vorwerfen, dass die Digitalisierung der Schulen Ihnen zu lange dauert, dann haben Sie jetzt die Chance, den Prozess zu beschleunigen. Stimmen Sie einfach der Grundgesetzänderung zu. Jetzt daran, eine Grundsatzdiskussion zum Föderalismus aufzumachen und damit den Fortschritt in unseren Schulen zu behindern, wäre aus meiner Sicht eine Versündigung an den Kindern. Denn Eltern, Lehrer, Kinder, alle warten darauf, dass es weitergeht. Und jetzt können Sie zeigen, dass es nicht um Eitelkeiten und Parteiinteressen geht, sondern um unser Land. Viertens. Der Bund nimmt seine Verantwortung wahr. Wir sind flexibel, und ich glaube, das haben wir zuletzt am Freitag in der letzten GWK-Sitzung gezeigt. Dort haben wir beschlossen, über einen Zeitraum von 8 Jahren rund 430 Millionen Euro zusätzlich an die Fachhochschulen zu geben, für Forschung und für mehr Professoren an Fachhochschulen. Gemeinsam entwickeln wir Bund und Länder zusammen die deutsche Forschungs- und Hochschullandschaft weiter. Und damit haben wir gezeigt, dass wir zusammen gut arbeiten können und 4 Bund-Länder-Vereinbarungen auf den Weg gebracht haben letzte Woche. Aber die Länder dürfen wir nicht aus der Verantwortung entlassen. Auch Ihre Kassen sind angesichts unserer guten Wirtschaftslage ordentlich gefüllt. Auch Sie müssen die Verantwortung, die das Grundgesetz für Sie vorsieht, jetzt wahrnehmen. Im Frühjahr stehen weitere wichtige Verhandlungen an. Für den Hochschulpakt, für den Pakt für Forschung und Innovation und für den Qualitätspakt Lehre. Und das sind wieder wichtige Weichenstellungen. Und wir gehen sie an mit Mut und Zuversicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur mit einer großen Innovationskraft gibt es die Lebensqualität hier in Deutschland, die wir uns alle wünschen. Gibt es die Wettbewerbsfähigkeit und die guten Ideen, die wir in dieser Welt brauchen. Frau Kollegin, und um das, nee, Frau, ich mache erst zu Ende. Gut. Um das zu erreichen, brauchen wir starke Partner in Europa und in der Welt. Nur wenn es Europa gut geht, geht es auch Deutschland gut. Und nur dann wird es auch den Menschen in unserem Land gut gehen. Wir haben immer die Menschen im Blick. Ich möchte, dass die Menschen in unserem Land spüren, dass wissenschaftliche Erkenntnisse ihren Alltag beeinflussen, dass Krankheiten besser und schneller geheilt werden können, dass Mobilität einfacher und nachhaltiger wird, dass Kommunikation sicherer und schneller wird. Und nur so gelingt der gesellschaftliche Zusammenhalt. Und ich glaube, wir können sagen, der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung leistet dazu einen entscheidenden Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war die Ministerin Anja Karliczek, die Ministerin für Bildung und Forschung. Und jetzt gibt es noch eine Kurzintervention von Kai Gehring, der forschungspolitische Sprecher der Grünen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, Sie haben ja meine Zwischenfrage leider nicht zugelassen. Deshalb möchte ich Sie auf diesem Wege noch etwas fragen, wozu Sie auch andere Kolleginnen und Kollegen bereits in der Debatte aufgefordert haben. Sie haben ein öffentliches NTV-Interview gegeben, was sehr bemerkenswert war, und Sie haben die Chance, hier im Deutschen Bundestag dazu Stellung zu beziehen. Denn Frau Karliczek,
Ihre Unkenntnis über die internationalen Forschungsergebnisse zur Lebenswirklichkeit von Kindern in Regenbogenfamilien, das ist für eine Bundesforschungsministerin hochnotpeinlich. Und Sie haben mit der Art und Weise, wie Sie sich auf NTV geäußert haben, diese Familien und diese Lebensentwürfe diskreditiert. Sie haben in den sozialen Medien und auf vielen anderen Kanälen in den letzten Tagen noch mal wieder Literaturhinweise bekommen, damit Sie die internationalen Studien wahrnehmen. Und deshalb meine Frage an Sie: Haben Sie sich in diese Thematik jetzt endlich eingearbeitet, in die renommierten Studien, die es zahllos gibt, dass es eben ein sehr hohes Kinderwohl in Regenbogenfamilien gibt? Und welche faktenbasierten und nicht vorurteilsgeladenen Schlüsse ziehen Sie daraus? Und die zweite Frage. Sie haben wiederholt die Ehe für alle als überstürzt eingeführt und deshalb als falsch bezeichnet und gesagt, es gäbe keine Langzeitstudien über die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und ich sage Ihnen sehr klar, für gleiche Menschenrechte und für Gleichberechtigung, da braucht man keine Langzeitstudien, sondern muss man schlicht und einfach gleiche Menschenrechte für alle, wie sie in unserem Grundgesetz stehen, einführen. Und deshalb möchte ich Sie einfach auch hier fragen, wenn man das mal überträgt. Wir haben vor 100 Jahren wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Hätten Sie da dann auch erstmal Langzeitstudien eingefordert, um hier die Veränderung für die Gesellschaft einzufordern? Ja, es ist alles in Ordnung, Herr Rupp. Alles in Ruhe. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Keine Angst. Wir haben hier drei Leute, die auf die Uhr gucken. Keine Angst. Frau Ministerin, bitte. Ja, lieber Kai Gehring, ich bin nach einer Meinung gefragt worden in dem Interview, die Grundlage einer Entscheidung war, die wir im Juli 2017 getroffen haben. Und Meinungsvielfalt und Toleranz ist normalerweise immer Ihr Ding. Und ich finde, hier geht's gerade nicht, oder? Ja, das war dann eine sehr kurze Antwort der Ministerin auf die Frage nach einem Fernsehinterview, in dem die Ministerin Karliczek gesagt hat, dass sie gerne Studien dazu hätte, wie sich gleichgeschlechtliche Ehen auf Kinder auswirken. Jetzt geht es aber erstmal weiter in der Debatte. Marc Jongen von der AfD hat das Wort. Er sitzt im Ausschuss für Bildung und Forschung. So. Frau Präsidentin, Frau Ministerin Karliczek, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Wissenschaftsgemeinde, die an den Monitoren vielleicht zu Hause diese Debatte auch verfolgt. Mit einem Bundeshaushalt wird Politik gemacht. Und zwar nicht nur durch die Höhe der Haushaltstitel, sondern ganz wesentlich auch dadurch, dass man die Zuwendungen an Bedingungen knüpft und damit dem Haushalt wie auch den betroffenen Institutionen eine politische Linie aufdrückt und in dem vorliegenden Fall eine fatale Linie, meine Damen und Herren. Ich will wegen der Kürze der Zeit nur ein Beispiel aus dem Bildungshaushalt schlaglichtartig beleuchten. Die Zuwendungen an die Hochschulen werden an den Hochschulpakt 2020 gekoppelt, der eine Umstellung der Lehre auf die sogenannte Kompetenzorientierung zwingend vorsieht. Und damit ist, ich zitiere aus einer Handreichung der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs, eine so weitreichende Veränderung verbunden, dass man von einem Kulturwandel sprechen kann. Zitat Ende. Derselbe Text spricht dann noch davon, dass ein gemeinsames Verständnis dieses Wandels an den Hochschulen aktiv herzustellen sei. Und klar ist auch, dass keine Universität ihre Studiengänge noch akkreditiert bekommt, die es wagt, sich diesem politisch verordneten Wandel zu widersetzen. Und wessen Verstand nicht durch Bologna, Modularisierung und ähnliche pädagogische Mühlen kleingemahlen wurde, der wird sofort erkennen, dass wir es hier nicht mit einem Kulturwandel, sondern mit einer planmäßigen Zerstörung von Lehr- und Lernkultur zu tun haben, meine Damen und Herren. Zunächst klingt Kompetenzorientierung ja ganz großartig. Wer will sich denn schon für Inkompetenz einsetzen? Es ist auch völlig unstrittig, dass in einem Hochschulstudium nicht nur Wissen angeeignet wird, sondern auch unterschiedliche Kompetenzen erworben werden, wie die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Artikulation, soziale Kompetenzen, kritisches Denken, Kompetenzen im Umgang mit Kommilitonen und Kommilitoninnen und vieles mehr.
Es ist aber ein fataler Denkfehler, der nur am Schreibtisch völlig praxisferner Theoretiker und Bürokraten und vielleicht auch Geschäftemacher ausgebrütet werden konnte, dass man würde das Erlernen dieser Kompetenzen fördern, indem man sie explizit zum Prüfungsgegenstand macht, und zwar auch noch auf Kosten der Abfrage und Prüfung von erlernten Inhalten. Diese Inhalte, neudeutsch Content, spielen in der neuen Kompetenz und Kultur nur noch eine marginale Rolle. Übrigens ganz ähnlich der Entwicklung im Journalismus, wo die Content-Produzenten mittlerweile auch am untersten Ende der Nahrungskette stehen, hinter Marketingleuten, Online-Tool-Entwicklern und Ähnlichem. Professor Stefan Kühl, Soziologe an der Universität Bielefeld, spricht von einer Trivialisierung der Studierenden durch Kompetenzorientierung. Die Studenten würden zu Kompetenzaneignungsmaschinen herabgewürdigt, die sich alle im Gleichschrittmarsch durch ein enges standardisiertes Kompetenzraster quälen müssen. Für individuelle Bildungswege ist in diesem System kein Platz mehr. Die akademische Freiheit wird dem Wahnbild einer totalen Vergleichbarkeit der Studiengänge geopfert. Was die Studenten in diesem völlig weltfremden System am gründlichsten lernen, um mit möglichst wenig Aufwand durch das gerasterte Studium zu kommen, das ist Kompetenz, Vortäuschungskompetenz. Und auch die Hochschulleitungen müssen, wenn sie nicht ganz von Sinnen sind, in ihren Rechenschaftsberichten lediglich vortäuschen, auf die Kompetenzorientierung umgestellt zu haben, um weiterhin akkreditiert zu werden und sich kleine Freiräume zu erhalten. Diese Bildungspolitik, die ihren Namen nicht verdient, züchtet systematisch eine Kultur des Sekundären heran, in der die Erinnerung an das, was Bildung einmal war, bald gänzlich verloren sein wird. Und wenn wir dann noch lesen, dass auch emotional-motivationale Anteile sowie Haltungen zum Prüfungsgegenstand werden sollen, dann erkennen wir, worauf das Ganze hinausläuft. Bald bekommen die Studierenden ETCS-Punkte für ihr besonders mutiges Eintreten im Kampf gegen Rechts, für ihr Einstehen für eine weltoffene Hochschule und ähnliche ideologische Initiativen. Neben dem Akademisierungswahn, ich komme zum Schluss, der die Absenkung des Niveaus und die Verschulung des Studiums folgerichtig nach sich zieht, ist diese Möglichkeit des ideologischen Zugriffs auf die Hochschulen vielleicht die tiefste Motivation hinter der Kompetenzorientierung. Mit pädagogischen Einsichten hat sie nichts zu tun. Deshalb, kommen Sie wirklich zum neben Schluss, vielen bitte? Anderen Gründen, lehnt die AfD-Fraktion diesen Bildungshaushalt ab. Vielen Dank. Sagt Marc Jongen von der AfD. Der nächste Sprecher ist Oliver Kaczmarek. Er ist bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der Sozialdemokraten. Nächster Redner Oliver Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt über den viertgrößten Einzelplan im Bundeshaushalt reden und über die Zahlen reden, dann reden wir natürlich auch darüber, welche Bedeutung wir Bildung und Forschung für unsere Gesellschaft beimessen. Und Investitionen in Forschung und Bildung, da sind wir uns sicherlich alle einig, die sichern die Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft und damit auch unseren Wohlstand. Aber Wissenschaft soll mehr leisten. Wissenschaft soll Anregungen geben. Wissenschaft soll Impulse setzen für den Fortschritt, der bei den Menschen ankommt. Ökonomischer und ökologischer Fortschritt, weil das zusammengehört, aber auch sozialer Fortschritt. Wissenschaft soll Impulse liefern für eine Gesellschaft, die optimistisch und tolerant in die Zukunft schaut. Und deswegen darf nie der Eindruck entstehen, für eine fortschrittliche Wissenschaftspolitik, die sich zumindest so versteht, dass es einen rückwärtsgewandten Eindruck gibt. Und deswegen will ich einmal klarstellen für die SPD-Fraktion, Frau Ministerin, ich weiß nicht, ob Sie es so gemeint haben, ich habe Sie eigentlich so nicht kennengelernt, aber es ist natürlich beschämend, wenn wir überhaupt darüber reden müssen, ob es Studien gibt, die den positiven Effekt von gleichgeschlechtlichen Ehen belegen sollen. Das ist beschämend, dass wir überhaupt darüber reden müssen. Und ich will für meine Fraktion auch klarstellen, jeder soll das Leben leben können, das er leben will. Die gleichgeschlechtliche Ehe war richtig, bleibt richtig. Wir brauchen keine wissenschaftlichen Studien darüber. Die Regierung, meine Damen und Herren, die ist jetzt ein Dreivierteljahr im Amt. Es ist Zeit, sich auf die Schlüsselentscheidungen zu konzentrieren, die uns im nächsten halben Jahr hier beschäftigen werden. Ich will drei Beispiele dafür nennen. Das erste, berufliche Bildung tatsächlich braucht mehr als warme Worte. Wir brauchen
Fachkräfte, wir müssen Ausbildungsstellen besetzen, wir müssen etwas gegen unausgeglichene Ausbildungsmärkte tun. Und deswegen sage ich auch bewusst, die Novelle des Berufsbildungsgesetzes, die besteht nicht nur aus der Mindestausbildungsvergütung, aber ich sage auch für meine Fraktion, wir wollen eine ausreichende Mindestausbildungsvergütung, und zwar so eine, die sich auch an Tarifverträgen orientiert, denn alles andere wäre systemfremd. Da müssen wir noch verhandeln über das Ergebnis. Zweites Beispiel. Ja, die Investitionen in die digitale Ausstattung unserer Schulen dürfen nicht länger aufgeschoben werden. Nach den jahrelangen tatenlosen Ankündigungen, die wir in dem Themenbereich erlebt haben, in der vergangenen Wahlperiode, müssen wir jetzt bis zum Jahresende Klarheit schaffen über den Digitalpakt. Und das Gute ist, das Geld steht bereit. Das ist auch ein Zeichen, dass diese Koalition Steuerüberschüsse bereitgestellt hat für Zukunftsinvestitionen. Der Finanzminister hat das organisiert. Und Dankeschön, Hans-Dieter. Das ist eine gute Nachricht, dass wir kurz vor der Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung stehen. Aber es ist auch wichtig, dass wir über die Grundgesetzänderung stehen. Die Grundgesetzänderung ist die Voraussetzung. Und ich will das sagen. Ich verstehe, dass man verhandeln muss. Und meine Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat auch gestern schon sich dafür bedankt, dass es die Gespräche mit FDP und Grünen gibt über die Mehrheit, die wir brauchen, um diese Grundgesetzänderung umsetzen zu können. Und der Appell, den ich einfach nur an diesen Tagen, wo wir auch darüber konkret verhandeln müssen, richten will an alle, ist der, alle Seiten müssen sich bewegen, sonst kann man nicht verhandeln. Alle müssen sich auf das Ziel zubewegen. Für die SPD ist klar, die bestehende Verfassungslage reicht nicht aus für den Digitalpakt. Das haben uns auch die Sachverständigen bestätigt. Deswegen ist unsere Bitte, jetzt den Durchbruch zu ermöglichen. Wir brauchen die Grundgesetzänderung. Die Schulen und die Schulträger warten auf das Geld. Wir sind jetzt am Zug zu handeln. Drittes Beispiel. Beim BAföG, Frau Ministerin, Sie haben das angesprochen, müssen wir die Trendwende schaffen. Und tatsächlich, das BAföG ist unter Druck geraten. Mit sinkenden geförderten Zahlen dürfen wir uns nicht abfinden. Wir wollen, dass mit dem BAföG wieder mehr Menschen erreicht werden. Und dafür brauchen wir das, was Sie angesprochen haben, kräftige Steigerung der Freibeträge und Bedarfssätze, deutlichen Schwerpunkt beim Thema Wohnen. Im Übrigen nicht nur bei der Wohnpauschale, sondern auch beim zuständigen Bauminister, was den Bau von Studentenwohnheimen angeht, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Da wäre es gut, wenn der Bauminister sich auf diese Aufgabe konzentrieren würde, statt ständig Nebenschauplätze zu eröffnen. Deshalb, die Vorlage für das BAföG ist gut. Die Gespräche, die wir darüber geführt haben, sind auch gut. Und wir werden jetzt im Gesetzgebungsverfahren sehen, was sich da noch entwickelt. Und ich will im Übrigen sagen, ich hätte erwartet von der AfD, dass sie heute auch ihre Vorstellungen etwas klarer ausdrückt. Weil sie sind der Auffassung, wir haben zu viele Studierende. Und sie haben uns ja auch im Ausschuss wissen lassen, wen sie eigentlich nicht so gerne an den Hochschulen haben wollen. Denn sie haben vorgeschlagen, 450 Millionen Euro weniger beim BAföG zu veranschlagen. Das heißt, Sie wollen, dass die Unis wieder ein exklusiver Club werden. Sie wollen den Arbeiterkindern den Stuhl vor die Tür stellen. Und das ist nicht in Ordnung. Und das zeigt, dass Sie für Ihre Wählerinnen und Wähler nicht viel tun wollen. Deshalb, wir setzen die Investitionen auf hohem Niveau fort. Wir setzen neue Akzente. Jetzt müssen wir die passenden Gesetze dazu machen. Herzlichen Dank. Oliver Kaczmarek für die SPD war das. Ihm folgt jetzt Nicola Beer, die bildungspolitische Sprecherin für die FDP. FDP-Fraktion Nicola Beer. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir stärken in der Europäischen Union die strategische Forschungspolitik, die Innovationsfähigkeit und vor allem den digitalen Binnenmarkt. Das, meine Damen und Herren, steht im Koalitionsvertrag vom März. Ja, man staunt nicht schlecht, wenn man sich das heute noch einmal anschaut. Wir haben bereits März, sind zwei Haushaltsberatungen weiter. Die Zeit rennt, aber Sie haben keinen Meter weiteren Fortschritt gemacht zur Stärkung der Forschungspolitik und Innovationsfähigkeit, gerade mit Blick auf den europäischen Forschungsraum. Gut. Unsere Vorschläge haben Sie zumindest dazu geführt, eine deutsche Agentur für Sprunginnovation mit 116 Millionen Euro bis 2022 zu dotieren. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist zweimal zu kurz gesprungen, nämlich beim Betrag und beim Konzept. Die DARPA in den USA, sie verfügt über 3 Milliarden jährlich. In Frankreich werden gerade 1,5 Milliarden für Innovationen eingesammelt. Und vor allem sollten wir gleich in der europäischen Dimension denken, Strukturen so schaffen, dass wir hier baldmöglichst Kräfte bündeln können,
zum Beispiel unter Einbeziehung Frankreichs oder der skandinavischen Länder, um dann sukzessive europäisch zu werden. Und eine solche europäische Agentur, sie könnte später auch innovative Nicht-EU-Länder, Israel, Schweiz, Norwegen oder auch später Großbritannien, offenstehen. Ein solch großer Wurf, meine Damen und Herren, würde das Gewicht erhöhen dieser Agentur, auch im internationalen Wettbewerb, würde doppelte Strukturkosten vermeiden und vor allem die Unabhängigkeit, Frau Ministerin hat ja angesprochen, dass ihr das wichtig ist, die Unabhängigkeit von zu engen nationalen Einflüssen stärken. Ähnlich konzeptlos ist die Lage bei der künstlichen Intelligenz, auch wenn Sie, lieber Herr Kollege Schulz, da haben Sie ja recht, endlich den Etatansatz nachgebessert haben. Aber da zeigen Krimis im deutschen Fernsehen, wenn Sie sich nur mal den Münchner Tatort vor ein paar Wochen nehmen zur künstlichen Intelligenz, mehr technologisches Vorstellungsvermögen und Visionskraft als die Pläne der Bundesregierung. Sorry, ich finde es bitter, wenn die Ambitionen des Bundesforschungsministeriums selbst hinter der Fernsehwirklichkeit zurückbleiben. Digitaler Binnenmarkt. Sie reden völlig richtig von der Vollendung des digitalen Binnenmarkts in Europa, agieren aber nur im nationalen Karo. Während wir an ganz dringend benötigten transnationalen Netzen mitarbeiten müssten, sieht die Realität in Deutschland trüber aus. Im ländlichen Bereich fahren Unternehmer mit USB-Sticks ihre Daten von Niederlassung zu Niederlassung, weil die Up- und Downloadgeschwindigkeit zum Heulen ist und die Datenautobahn eher eine Schotterpiste. Wir brauchen jetzt Gigabit und 5G in der Fläche, Frau Ministerin, und zwar bis zu jeder Milchkanne. Das nennt man Internet of Things. Doch selbst unsere Schulen sind so gut wie nicht an schnelle Netze angeschlossen, moderne Ausstattung, aber vor allem digitale Lern- und Lehrmethoden fast überall Fehlanzeige. Mal unabhängig davon, dass die bislang vorgesehenen 2,4 Milliarden nicht ausreichen werden, wir müssen jetzt endlich den Digitalpakt Schule voranbringen. Seit der ersten Haushaltslesung ist zwar endlich Bewegung in die Debatte gekommen, wenn hier gerade eben auch von Tempo die Rede ist. Ich meine, die Vorschläge von FDP und Grünen liegen ja lang genug vor. Es ist wenigstens Bewegung in die Debatte gekommen, auch wenn man sich wundert, dass die Bundesbildungsministerin gar nicht mit am Verhandlungstisch sitzt. So, aber was für uns zählt, und das möchte ich hier noch mal betonen, das ist das Ergebnis. Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wir müssen jetzt an dieser entscheidenden Stelle sicherstellen, dass nicht nur in Kabel und Beton, sondern dass vor allem in Qualität und in bundesweit durchgesetzte einheitliche Standards investiert wird. Denn, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das schafft Bildungschancen überall. Und zwar völlig egal, in welchem Bundesland und völlig unabhängig davon, aus welchem Elternhaus jemand kommt. Und hier, Herr Kollege Schulz, könnten Sie sich insgesamt in der Koalition schneller bewegen. Frau Kalitschek, Sie haben die Möglichkeit, aufs Tempo zu drücken, dann geben Sie an dieser Stelle eben auch einen Gang zu. Exzellenz und Internationalität, das sollten die Benchmarks auch für die berufliche Bildung sein. Exzellenzinitiative berufliche Bildung im Haushalt, Fehlanzeige. Internationalisierung in der beruflichen Bildung, zum Beispiel durch einen Austauschdienst, auch für Auszubildende und Berufstätige, so wie wir das mit dem DAAD für die Studierenden kennen. Fehlanzeige. Hier könnten Sie agieren, meine Damen und Herren. Denn wir wissen doch, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Wir haben es schon spürbar, jedenfalls im realen Leben, wenn man nicht nur in der Berliner Blase unterwegs ist. Deswegen, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, wenn wir auch künftig wettbewerbsfähig sein wollen im internationalen Wettbewerb, dann müssen wir uns bei Bildung, Forschung und Innovation ambitioniert und vor allem auch europäisch gemeinsam strategisch aufstellen. Das ist aber bei Ihnen leider Fehlanzeige. Wieder ein verlorenes Jahr. Bitterschade. Vielen Dank, Nicola Beer. Das war Nicola Beer von der FDP und wir verlassen für heute den Bundestag und damit die Debatte zum Etat für das Bundesministerium für Bildung und Forschung.